Guten Morgen. Ich hatte gestern bei dem Video ganz vergessen, unsere ja ungewollten bzw. unbeliebten bzw. parasitären Mitbewohner, momentan zumindest, hier kann man die zwei Puppen noch mal sehen. Die eine, die oben rechts, die ist schon ziemlich dunkel. Da kann man auch schon sehen, dass eine Fliege drin ist. Ich habe das auf Instagram. Nee, ich stoße die ganze Zeit gegen das Ding, das ist nicht so gut. Da kann man auf Instagram, wer mich voll folgt, kann das danach nachgucken. Da sind richtige schöne Makroaufnahmen, wo man auch wirklich reingucken kann. Bei schönem Sonnenlicht, wo man es auch sieht. Die links kommt mir ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann nicht so nah ran, die kommt mir ein bisschen leer vor. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob da wirklich was drin ist. Keine Ahnung, also es ist schon was drin, aber ich habe das Gefühl, die Larve hat einen größeren Kokon gesponnen, als sie tatsächlich hat. Klar braucht ihr nachher ein bisschen mehr Platz. Aber die hier, die rechts oben, die wird definitiv die Tage irgendwann schlüpfen. Ich muss nochmal nachlesen, wie so der Zyklus ist. So dauermäßig. Kann man ja auf den Videos zurückverfolgen, wann die geboren wurde. Das war an Ostern, glaube ich. Kurz nach Ostern. Was da der Zyklus ist von der Puppe, das wäre vielleicht mal ganz interessant. Muss ich mal nachgoogeln. Aber so viel dazu. Wollen auch nicht viel weitergehen jetzt. Das reicht erst mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Schwabe. Ciao.